Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Gladiators Death Before Dishonor. Jo, ich habe mal erstmal eine Liga-Zusammenfassung, nämlich eine weitere Season ist zu Ende gegangen. Ich bin Bronze-Liga, Division 4 und ich habe Belohnung bekommen, Manika des Verteidigers. Cool, unzerstörbar, keine Reparaturkosten. Das ist doch schön. So, eine neue Liga-Season, Dominos in Ligen wurden eine neue Season eingeleitet. Steigt in höhere Division auf, verdient epische Belohnungen. Jo, das ist wirklich so. Sammelt Ligenpunkten durch Ranked Matches. Und wieder ein Login-Bonus, den ich mir lol abziehen. Lol, jetzt weiß ich, wie man die Dinger bekommt. Aber es ist natürlich wieder blöd, weil an Online-Spielen gibt es nichts Schlimmeres. Besonders bei Free-to-Play, wie einen täglichen Login-Bonus, der immer besser und besser und besser und besser wird. Weil sowas führt hinter zur Sucht, weil man denkt sich so, ich habe nicht unbedingt viel Geld, auch nicht unbedingt viel Zeit. Aber zumindest jeden Tag einmal kurz hingehen, denkt man so, ist okay. Aber aus diesem jeden Tag einmal kurz, wird eventuell jeden Tag ein bisschen, jeden Tag ein bisschen, also ein bisschen kurz, wird aus diesem bisschen kurz plötzlich 5 Minuten. Und dann sagt man so, und aus diesen 5 Minuten werden 10. Und ehe man sich versieht, wir sind 2 Stunden. Und das ist das Gefährliche an täglichen Login-Boni, die immer stärker werden. Oder einfach nur Login-Boni. Und ja, das finde ich halt nicht so toll. Ich habe Loisy Puss vergessen. Aufzuheilen. Mano, jetzt kann ich mit dem jetzt nicht spielen. Mano. Geil, der hat 4 Attribute. Boah, Alter, der wird jetzt so erstmal aufgepumpt. Initiative, was macht denn das? Ach genau, wer er angreifen kann. Hatte ich jetzt 4 Attributpunkte bekommen? Ach, ist mir egal. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich hier epische Items ein... Oh, yo, dafür brauche ich aber erstmal Level mehr. Dafür brauche ich erstmal ein Level mehr. Ich habe doch so Manika-Handschuhe bekommen, ne? Aber keiner von denen kann die ausrüsten. Ich habe doch alle Klassen. Ach, ich glaube, das sind die. Aber ich habe doch noch irgendwas. Ich habe doch noch irgendwas anderes als bei den Ausrüstungen. Ich denke, ich habe noch irgendwas anderes. Arsenal. Verkaufen. Ah, guck mal. Oh, man sieht, ich habe schon relativ viele Teile. Ich wusste gar nicht, dass ich die Dinger habe. Weil kann man anscheinend alles erst ab Stufe 3 benutzen. Dann halt die Magika-Handschuhe. Ich weiß gar nicht, dass ich so viele Schuhe habe. Boah, ich bin ja fast schon wie eine Frau. Ich habe so viele Schuhe. Okay. Ich habe mir keinen neuen Gladiator geholt. Ja, machen wir es mal eben. Markt. Wir wollen natürlich einen neuen Dreizack-Typi. Einen billigen Stufe 3 gibt es nicht, schade. Na gut, dann wird sich ein auf jeden Fall Maximum Schadenmäßiger. Wird mir jetzt einfach den gönnen, der am meisten Schaden hat. Der hat nur 60 Schaden. Der hat 80 Schaden. Da mache ich mal ein Gebot. 87, ihr seid Höchstbietner. Gut. Dann hoffe ich mal, dass ich den bekomme. In 20 Minuten ist... Oh, ja, egal. Er bietet eh kaum welche. Kaum welche, so. Also eher selten welche. So. Der braucht noch einiges an Erfahrung. Wann kann der nächste aufsteigen? Dann spiele ich nämlich den weiter. Ja, mit dem. Mit Arslan. So, Arslan spielt erstmal ein bisschen hier. Wo kann man denn nochmal sehen, wie viel Erfahrungspunkte es gibt?
Anscheinend kann man das gar nicht sehen. Egal, wenn das einfach für den größeren Gewinn, dann gehen wir jetzt mal auf in den Kampf. Und wir wollen gerne gegen Menschen spielen, aber wenn keine Menschen da sind, müssen wir halt gegen Computer spielen. Was ich im Grunde genommen auch lieber mache, weil gegen Computer ist das Kampfsystem einfach Bombe, weil es einfach genau ist und direkt gegen echte Spieler. Er leckt wie. Ja, hier gibt's halt Lecks. So. Oh lol, da hätte ich ausweichen müssen. Okay, ich merke einiges, was ich noch lernen muss bei dem Spiel hier. Und er ist kaputt. Und ja. Mit dem kann ich jetzt leider nicht mehr weiterkämpfen, weil jetzt ist er kaputt. Ich meine, so hier nicht so. Nicht mehr zu gebrauchen, haha. Nee, wie heißt es? Ist. Gönn ich mir jetzt einfach. Nee, ich habe hier nicht genügend Punkte. Ich könnte mir einfach so einen Metzger gönnen. Aber nee, ich gönne mir wieder so einen Quacksalber. Der reicht auch aus. So, dann Aslan. Heilen wir dich erstmal auf. Jo. Hier haben wir die Verwaltung. Aslan wurde nun an Erfahrung reicher. Ach, der ist aufgestiegen. Das ist ja cool. Der ist mehr Schild, aber ein bisschen Schaden geben wir trotzdem mal. Meisterschaft, was macht. Ja, okay. Ja, verbessern. Lol, wie viele Punkte hatte ich denn jetzt? Hä? Aber das war jetzt alles richtig, oder habe ich jetzt irgendwelche Punkte verschenkt, oder? Hä? Aber er ist hier Stufe 2, das ist cool. So habe ich jetzt nochmal 33 Yolale Fans mehr bekommen. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 134 Yolale Hausfans. Das ist schon nicht schlecht. Erstmal aktive Ausrüstung reparieren. Ja, für 0 Denare. Das ist schön. So, und jetzt kann ich mir einen zweiten Skill aussuchen. Einmal eine Immunität gegen Offensivangriffe. Mehr Abwehr und regeneriert Ausdauer. Er darf aber nicht angreifen. Sekundärabwehr. Verbessert die Sekundärabwehr für 10 Sekunden. Weißt du was, ich nehme das einfach mal. Der soll ja auch ein bisschen mehr Schildi sein. Joa. Könnt ihr bei Online könnt man eventuell öfters überleben. Oh, der kann jetzt sogar trainieren gehen, weil der ist, glaube der ist der noch auf Walfang. Was redet der Walfang? Der ist noch auf der Wohlfahrt. Hier im Sanatorium. Oh, ich höre, Loisibus ist fertig. Boah, dann wird jetzt erstmal ein Kampf gemacht mit Loisibus. Kann doch jetzt kämpfen, oder? Leucippus darf kämpfen.
Oh, diesmal nichts mit Risky. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Klick, Mensch. Und weil ich weiß, ist mit Enter aufgeben. Er findet wieder keinen, dann mach mal einfach ein Computer-Match. Wieder. Auslan hat Violada Fans übertragen. Jo. Aber jetzt kommt natürlich mein. Jetzt kommt der Hauptact. Leucippus gegen irgendein No-Name. Wie Leucippus einfach ihn den anderen zerfetzt. Das ist schon einmal richtig krass hier. Und er hat ihn mega hart zerfetzt. Leucippus, das Monster auf dem Schlachtfeld. Ey, cool, sogar noch eine Stufe aufgestiegen. 5 Attributspunkte dazu. Boah, das wird geil. Leucippus hat zerfetzt. Und wieder ein paar loyale Fans mehr. Jetzt sind wir. Oha! Der hat 100, 108 dazu gebracht. Geil. Jetzt wird erstmal alles wieder in Angriff gesteckt. Joa, Initiative ist doch auch relativ. Joa. Das ist gar nicht mal so schlecht. Meisterschaft weiß ich jetzt nicht, was das so krass bringen soll. Initiative, das ist erhöht, dass man eher angreifen kann als der andere, so dass man ungefähr zwei Schläge hintereinander abhauen kann. Das könnte schon ziemlich nice sein. Herausragende Fähigkeit. Wie kriege ich denn die freigeschaltet? Was hatte ich denn hier schon freigeschaltet? Diesen Schild. Verbessert die Sekundärabwehr. Regeneriert Ausdauer. Verringert die Primärabwehr des Angriffs um 50% plus normaler Schaden. Verringert gegnerische Trefferchance. Wir nehmen uns mal das. Jo. Das nächste mit dem nächsten Level. Oder sind das einfach passive? Leute, das sind passive und offensive und ich glaube, die kann man aber trotzdem noch machen. Egal, hier verwehrt den Gegner den Gebrauch aller Fähigkeiten für 4 Sekunden plus normaler Schaden. Jeder Schildblock verursacht nur die Hälfte der Ausdauerkosten. Das ist cool. Und verbessert die Rüstung des Gladiators um 25%, verringert aber seine Schaden. Nee, das ist nicht cool, das wollen wir nicht. Weil unser Leucippus, der ist ein Monster, was in Sachen Schaden angeht. Da würden wir eventuell einfach. Ich glaube, das nehmen. Ja, Stelle. Dass er einfach mal keine krassen Effekte einsetzen kann. Am besten dann, wenn der Gegner alle Virtus-Punkte hat. Viritus oder wie auch immer die heißen. So, Leucippus. Darf jetzt erstmal trainieren gehen. Nö. Du darfst erst jetzt erstmal trainieren gehen. 180%. Und diese Punkte. So. Der könnte jetzt auch trainieren gehen, aber das ist ja, kann er nicht mehr. Weil da sind schon alle belegt. Ich kann seine Moral steigern, aber dafür ist es nicht so. Es ist eher so nicht so. Ja, wie heißt das? Er hat noch eine zu große Moral, damit er da was abbekommt. Jo. Jo, ein großartiger Kampf von Leucippus. Er ist jetzt erstmal 30 Minuten im langen Training. Aktion besuchen. Der nächste Kumpel hier. Habe ich in 10 Minuten ersteigert. Jo, ich würde mal sagen, dann war es das erstmal für dieses Let's Play. Wieder einiges erreicht in dieser Folge. Und dann sieht man sich im nächsten. Also, tschüss und dann sieht man sich im nächsten Video. Ich habe es falsch herum gesagt. Tschüss.